Ich möchte gerne die Martha, der Bauern sein. Ja. Ja, der Turi ist ja etwa zur gleichen Zeit zum Blick gekommen wie die Martha Immenegger. Warum stellt Blick, ein Blatt mit rechter politischer Gesinnung, einen linksorientierten Journalisten ein? Wenn ich selber vielleicht eher rechts von der Mitte stehe und an der Meinung bin, dass eine Boulevardzeitung so rechts von der Mitte ist, das heisst nicht, dass unter den Mitarbeitern oder unter den Kommunisten nicht jemand sein darf, der eine ganz prononciert differente Meinung zum Ausdruck bringt. Das belebt das Blatt, das ist irgendwie auch eine Anerkennung davon, dass der Leser soll seine eigene Intelligenz haben, mit der er sich seine Meinungen bildet. Es war ja auch meine Absicht, dass der Blick soll, was man vorher gesagt hat, soll mehr Meinung haben. Also ich habe das so ausgedrückt, so formuliert, der Blick soll die Stimme des Volkes sein. Mhm. Und für mich ist der Turi natürlich das Symbol der Stimme des Volkes, weil er redet so, wie die Leute reden, er denkt so, wie sehr, sehr viele Leute reden. Was passiert, als Peter Übersachs kündigte? Das war für mich einer der grössten Tiefschläge. Er hat mir es nicht einmal gesagt, oder? Dass er geht. Ja, aber das muss ich habe das einfach dann gehört im Radio oder im Fernsehen. Aber Turi, das stimmt jetzt nicht. Der Peter Übersach gesagt, zurücktreten. Da bin ich zusammengebrochen, dann haben wir mich auf das Bett legen und Wiederbelebungsversuche machen. Dann ist sofort der Abbau losgegangen mit mir, wenn er das ja vorher gesagt hat. Ja. Weil er gesagt hat, alles, was Übersachs war, ist weg. Was nach Übersach stinkt. Auch Arthur Honecker muss gehen. Heute gibt es diese Form der Kolumne wieder im Blick, geschrieben durch Jürg Ramschbeck. Raus aus dem Blick, rein in den Kantonsrat. Mittlerweile lebt Arthur Honecker zusammen mit seiner Frau Heidi in Toggenburg. Trotz seines Pensionierungsalters ist er weiterhin für verschiedene Medien tätig und schreibt Bücher. 1992 wird er von der Bevölkerung, wahrscheinlich sogar zu seiner eigenen Überraschung, als SP-Politiker in den St. Galler Großen Rat gewählt. Eine seiner engsten, aber seine kritischste Weggefährtin ist die damalige SP-Fraktionspräsidentin und heutige Regierungsrätin Katrin Hilber. Arthur Honecker erinnert sich. Dann bin ich schier ab dem Stuhl runtergefallen. Wenn man so einen Bericht durchdiskutiert und man so. Ich habe ziemlich emotionell von meinem Leben erzählt, wie das ist mit Armut. Und dann heisst es einfach so, das Geschäft ist erledigt, oder? Das hat mich am meisten vom Stuhl gerissen, oder? Weil das Armut kann man nicht einfach sagen, ist erledigt, oder? Daraufhin schreibt Arthur Honecker den Roman Armut. Also in der Fraktion hat man sehr zugelassen, aber es hat dann auch Stimmen gegeben, die gesagt haben, jetzt kommt er wieder emotional daher, jetzt hört er dann nicht mehr auf und erzählt immer von früher, oder? Also das hat schon auch so Stimmen gegeben, die gesagt haben, ja, wenn die Turi loslässt, dann wissen wir, jetzt ist nicht gerade die Zaffer fertig, jetzt kommt noch die eigenen Erfahrungen und es gibt Leute, die jetzt da nicht unbedingt wollen, hören, hören, aber der Turi hat dann einfach weitergemacht. Für wen sitzt Arthur Honecker 9 Jahre lang auf diesem Platz? Für alle Obertoggenburger, die mich gewählt haben, sagen es die Sozi oder sagen es bürgerlich, das spielt gar keine Rolle. Ich bin vom Volk daher delegiert worden, da außen etwas zu machen, fürs Volk. Oder? Und das habe ich so wahrgenommen. Ich habe mit der Präsenzliste habe ich es auch ziemlich ernst genommen, ziemlich heftig sogar. Und dann ist mal einer am Morgen um 8:30 aus dieser Fraktion da hin, zu mir gekommen und hat gesagt, eben sich gerade eintragen in die Präsenzliste. Dann habe ich gesagt, ja, die ist jetzt unterwegs. Das ist jetzt zirkuliert. Ja, er sollte eben wieder gehen. Dann habe ich gesagt, ja, dann musst du dich auch nicht eintragen, wenn du jetzt wieder gehen willst. Dann habe ich gesagt, ja, weißt, ich will eben gleich, ich komme gleich wieder. Weißt. Dann habe ich gesagt, du kannst dich dann eintragen, bei mir oben, wenn du wieder kommst. Dann ist er wieder gekommen. Oder? Am Abend, etwa um 4:15, 4:30 ist er reingekommen, hat seine Mappen angestellt und ist sofort zu mir und hat gesagt, könnte ich noch Präsenzliste haben, um mich eintragen? Ich habe gesagt, nein, für was? Ja, ich bin doch jetzt da. Dann habe ich gesagt, hör mal, jetzt ist es 4:30 und spätestens in 1,5 Stunden ist da Schluss. Da gibt es nicht. Da hast du jetzt wirklich gesagt, du könntest den ganzen Tag Geschäft machen irgendwo und dann zu Abend noch die 200 Franken kassieren. Da gibt es nichts mehr. Die Präsenzliste ist zu fertig. Er war, wie gesagt, sehr scharfsinnig in Bezug auf Ungerechtigkeiten. Er hat sehr oft persönliche Erfahrungen eingebracht in die Politik. Das machen nicht alle. Viele, die es versachlichen. Vielleicht zu fest, andere emotionalisieren es vielleicht zu fest. Er war einer, der eigentlich zu jeder Frage immer einen persönlichen Bezug gebracht hat. Wie würden Sie Arthur Honecker charakterisieren? Impulsiv, emotional, fokussierend, sehr auf ein Thema.
Ja, und wie man sagt, unerschrocken. Er hat auch gewagt, mal jemanden anzupeilen oder etwas zu sagen, wo vielleicht andere sich nicht gewagt hätten. Zweimal eröffnet Arthur Honecker als Alterspräsident und damit als ältestes Ratsmitglied die nächste Legislaturperiode. Für ihn war das die Erfüllung, weil das ist etwas, wo man einfach alle vier Jahre hätte können. In der Zwischenzeit hat man es auch geschafft. Und die Freiheit gehabt, dass man politische Rede hätte können haben von 180 Leuten. Alle haben müssen zulassen. Und eine Rede, die nicht in einer Sachgeschäft war, sondern allgemein. Und das hat ihn, für ihn ist das höchste aller Gefühle. Als ich das letzte Mal da rausgelaufen bin, war das für mich eigentlich nichts Spezielles gewesen, gar nichts. Ich bin einfach gegangen und da geht man halt und packt sein Köfferli und man sagt noch ein paar Kollegen, die man wahrscheinlich nie mehr sieht, noch ciao, macht's gut und bleibt gesund und so. Und dann geht man. Mir ist der Abschied aus der Fraktion sehr, sehr schwer gefallen. Da habe ich Tränen vergossen. Ich habe gesagt, als ich meine Rede gehalten habe, meine Abschiedsrede in der Fraktion, habe ich gesagt, ich bin nie in einem Verband, in einem Verein oder irgendwo so gut aufgehoben gewesen und so gut anerkannt und akzeptiert worden, wie in der SP-Fraktion vom Grossen Rat vom Kanton St. Gallen. Er ist ein Original, ein liebenswerter Mann, aber man muss ihn wirklich aus sich heraus verstehen. Es gibt ja Leute, die sind einfach da und denen reicht es, dass sie einfach da sind, die sind zufrieden so. Und der Tour ist jetzt genau das Gegenteil. Er ist eigentlich einer, der sich immer aktiv in Szene setzt. Wirklich. Und über diesen Weg ja, tüpft man auch jemanden, aber das ist auch gut. Also, da spürt man ihn auch. Durch in der Sitzung habe ich nicht gespürt, gibt es nicht. Hat es nicht gegeben. Und ich wünschte mir jetzt einfach, dass er es noch ein bisschen geniessen kann, dass er auch mal könnte so hersitzen und sagen, ich, Duri, habe so schwierige Umstände gegeben, aber er hat es auch gut gemacht. Und dort habe ich das Gefühl, dort ist er noch nicht. Das Dossier Arthur Honecker aus der Arbeitserziehungsanstalt Uetikon. 60 Jahre später wird das Dossier freigegeben. Jetzt endlich würde er erfahren, weshalb er nach Uetikon eingewiesen wurde und was er sich hat zu Schulden kommen lassen. Waren es wirklich die 20 Franken beim Knecht? Unglaublich. Ja, jetzt in der Einweisungsakte hat es eine Abschrift darunter von der Stephansburg, wo er war, vorher. Wo sein Amtsvormund 1:1 übernommen hat, als Einweisungsgrund auch angeführt hat. Und dort wird von einer Diagnose geredet. Da ist geschrieben wurde, er sei eine haltarme, infantile Persönlichkeit mit gefühlsoberflächlicher, psychopathischer Charakterveranlagung bei guter Intelligenz. Ziemlich altes Psychiaterdeutsch, schwer auch zu entziffern, etwas damit anzufangen. Aber wenn man es im Grunde anschaut, heisst es, es überschreitet jemand dauernd die Werte und Normen von der Gesellschaft, von seinem sozialen Umfeld. Das ist zweifellos auch passiert beim Turi. Jetzt kann man natürlich guten Rechtes und heute auch ein bisschen moderner, würde man auch sagen, ja, ist das jetzt ein Turisches Problem, Arthur Honecker? Oder hat das vielleicht auch etwas mit der Gesellschaft zu tun, wo er aufgelebt ist? Ist die einfach so einstrukturiert, dass er sich dort drinnen nicht bewegen kann mit seinem Charakter, ohne dass er dauernd überall aneckt, oder? Das ist unglaublich. Unvorstellbar. September 1941. Es fehlt ihm an Fleiß. Dummer Plauderi. Oktober 1941. Ein Plauderi. Leistungen sehr bescheiden. Die Justiz vom Kanton Zürich verfügt zwar, aber tut sich da auf Berufen, auf Entscheid von der Vormundschaftsbehörde Dörnten, ihn da anzumelden und einzuweisen. Und auch die Zeitdauer ist dort auch schon festgelegt worden. Da hat eigentlich die Justizdirektion nichts damit zu tun gehabt, sondern das ist in den Vormundschaftsbehörden entschieden worden. Oder? Es waren Laien, also jetzt gerade im Fall von Turi, es hat nicht das Gericht dahinter müssen und hat nicht entschieden, ja, der hat jetzt das und das ausgefressen, der muss jetzt in eine Arbeitserziehungsanstalt, sondern es ist für ihn wahrscheinlich aus heiterem Himmel gekommen. Januar 1942. Er ist zerstreut und handelt noch kindisch. Er ist ein Träumer. Februar 1942. Honecker ist mit seinen Gedanken nicht bei der Arbeit. Er ist flatterhaft.
Sein Charakter und seine Aufführungen sind verwirrend. Wenn der Mann so war, jetzt mit 78 noch mit mehr Sprutz und mehr Pfupf und mit noch mehr Energie in dieser Zeit, in einem Bauerndorf, dass der natürlich an allen Ecken und Enden irgendwo auch anstößt. Ich sage jetzt mal nicht ohne Bewusstsein, ohne dass er es vielleicht sogar merkt, aber einfach wenn er seinen Charakter ausleben will, dann stößt er dauernd nicht nur an Grenzen, sondern er geht darüber aus. Das sprengt die Grenzen, oder? Der Tinten, also das war ein Zögling, was ist das für eine Frechheit? Er hängt sehr unter dem Einfluss religiös-spiritistischer Eingebungen, Schizophrenie, Tinten. Man könnte weiter philosophieren. Ich denke mir, er ist vielleicht, und das hat nichts mit Tönten zu tun, aber ist vielleicht über ein Bauerndorf ist er gestolpert. 1926 hat es in Zürich Dadaisten gegeben, Tänzer, Künstler, sind irgendwie im Monte Veritas Füdlerblut rumgelaufen. Die Touri dort drin, das wär wahrscheinlich der normalste gewesen. Ich sage es jetzt einfach mal so. Das ist nur so eine Idee, aber ist vielleicht auch in einer falschen Ecke von dieser Gesellschaft gewesen. Und wenn man vielleicht dann auch ein bisschen weiter schaut, vielleicht ist das auch schon zu weit, aber der Moment, wo es ihm gut gegangen ist, ist, wo er in eine andere Gesellschaft gekommen ist, wo er aus dem Bäuerlichen rausgekommen ist und vielleicht auch verschrieben hat. Arthur Honecker schreibt Bauer Haller aus der Anstalt heraus einen Brief. Es ist eine Schande, dass man aus Angst lügen muss. Und ich habe mein Essen sehr wohl verdient. Und weiter. Wie wohl tut das, frei von der Seele zu schreiben, ohne Angst zu haben, zusammengeschlagen zu werden.